Ja, hallo zusammen. Es ist dieser brutal heiße Sommer 2018 und ja, heute möchte ich einen weiteren Wunsch aus der Unterstützeraktion 2018 erfüllen und zwar sollte das ein Segelboot sein mit roten Segeln. Jetzt seht ihr hier, dass die Vorlage keine roten Segeln hat, aber das ist kein Problem, das zu ändern von weiß auf rot, das werdet ihr dann sehen. Ich denke, dass es auch einen schönen Kontrast dann in dem ganzen Bild hier noch geben wird. Die Vorlage lege ich euch wieder hier hin. Unten unter dem Video, in der Infobox unter dem Video, findet ihr auch den Link. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Fotos von den Fotografen auf dieser Plattform immer wieder mal entfernt werden, sodass das Foto dann eventuell nicht mehr vorhanden ist. Dann müsst ihr halt mit dem weiterarbeiten, was ihr hier seht. Ja. Gut, ich werde an Farben verwenden. Ich habe das Bild jetzt noch nicht gemalt. Das ist also wieder so ein Live-Painting. Natürlich Titanweiß, Cadmiumgelb ist klar. Dann hier, das ist Krapp. Eigentlich sollte das Krapp sein, habe ich aber nicht da. Das ist jetzt Crimson, irgendwas, keine Ahnung. Crimson, genau, das ist ziemlich nah dran. Dann haben wir Kylinblau, das brauche ich für das Wasser, weil es da ziemlich viel Türkis drin hat. Dann Ultramarin, das habe ich einfach mal auf Verdacht drauf getan. Und Preußisch Blau, weil ich kein Schwarz habe und das Innere von dem Boot und diese ganzen Figuren dann mischen werde mit Preußisch Blau und dem Rot und dem Gelb, weil ich dann ein sehr, sehr dunkles Grau mischen, wo ich dann in die Farbe hinkomme. An Pinseln habe ich ein Katzenzungenpinsel 10, Synthetik, das gleiche nochmal in Borste, Linierpinsel Nummer 1 und ein Spitzpinsel Nummer 1. Und dann halt noch ein Malmesser, da hätte ich jetzt lieber ein doppelt so großes, weil meine Idee ist, den Hintergrund mit einem Malmesser zu machen, weil ich glaube, dass das ganz cool aussieht. Ja, es gibt da so ein Vorbild für mich, das ist ein australischer Maler, der John Wilson, und das ist einfach fantastisch, wie der malt, und ich würde das jetzt heute hier gerne genauso oder zumindest ähnlich machen. Gut, dann fangen wir schon mal an. Also der Hintergrund, wie man sieht, ist überwiegend so eine Art Pink, beziehungsweise ja, also nach unten wird es pink, oben ist es eher so ein Pfirsichton, ein bisschen Gelb ist halt dabei. Und ja, da haben wir den Ton ja auch schon. Das ist jetzt der Ton, den wir hier unten hätten. Und weiter oben ist es einfach nur heller. Also ganz viel Weiß dazugeben. Und man, das werdet ihr da auch merken, wenn ihr mal mit dem Malmesser arbeitet, dass ihr da deutlich mehr Farbe braucht als mit dem Pinsel. Aber was ich halt toll finde, sind halt diese zufälligen Spuren, die sich dadurch ergeben. Seht ihr, Farbe ist schon weg, muss ich gleich wieder neu anmischen. Ich mische auch sehr viel jetzt auf der Leinwand, also gar nicht mal mit. Hier, man sieht, dass die Farben hier zum Beispiel ist jetzt eine dunklere Stelle noch, die einfach erhalten bleibt. Und jetzt möchte ich hier nicht, weil es ja schon sehr ein dicker Auftrag ist, das nennt man im Fachbegriff Pastos, ne? Muss ich natürlich gucken, dass ich jetzt nicht über die Segel drüber male. Und das ist halt mit so einem Malmesser, mit so einer geraden Kante halt relativ einfach. So, zeige ich euch, wie das geht. Also wer Schwierigkeiten mit dem Farbenmischen hat, es gibt jetzt in meiner Reihe Malen leicht gemacht auch ein Buch zum Thema Farbenmischen. Und da findet ihr halt viele Tipps, wie ihr Farben sehr einfach und schnell mischen könnt. So, und jetzt zeige ich euch das mal, wie man das halt macht mit dem Malmesser. Da geht er einfach nur an die Kante dran und geht von dieser Kante, von dem Segel meine ich jetzt, und geht von der Kante weg. Und das gleiche jetzt hier nach oben. Und siehe da, ich kann diese Strukturen ganz einfach. So, und dann gehe ich nochmal von rechts nach links, weil das ist also die Hauptbewegung hier in meinem Himmel, von rechts nach links, also nicht von oben nach unten. Hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen crazy an, aber das macht dann halt, finde ich, so den Zusammenhalt eines Bildes aus. Also was ich halt am Malmesser liebe, ist, also seht ihr, da ist jetzt so eine gebogene Stelle, die mache ich dann mit der Spitze. Und dann nehme ich die Farbe halt wieder auf und führe sie wieder von rechts nach links. So. Jesus, ne, die Farbe trocknet jetzt. Das ist jetzt schon alles trocken, ey. Meine Güte, ist das ein Wetter, ey. Zum Beispiel jetzt in so einem Fall, ne, da habe ich ja diese Kante hier, da drehe ich das Bild einfach und dann kann ich halt wunderschön bis fast hier dran gehen und hab das dann halt. Ne. Und diese Zwischenräume, die mache ich dann natürlich gleich mit dem Pinsel, weil das kriege ich mit dem Malmesser nicht hin, da bin ich nicht gut genug. So, nach unten hin wird es ein bisschen mehr rot, also mehr pinky und auch gleich dunkler, also mische ich hier einfach ein bisschen
zu der bestehenden Farbe noch ein bisschen Rot dabei und siehe da, schon habe ich diesen Farbton. Also was ihr vielleicht seht, hier habe ich mit Tesafilm mal abgeklebt, weil ich gerade kein Malerkrepp da hatte, die Horizontlinie. Dann brauche ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht darauf achten, dass ich hier mit dem Malmesser eine gerade Linie mache. Ziehe ich den Tesafilm gleich ab, dann habe ich also perfekt diese Horizontlinie. Und ganz nach unten wird es so ein bisschen grau hier. Ja? Und da gebe ich jetzt einfach ein bisschen Ultramarin bei und dann kriege ich halt hier so ein schönes gedämpftes Violett. Gedämpft deswegen, weil in der Farbtheorie halt noch ein bisschen Gelb dabei ist und das jetzt kein Violett ist, wenn Gelb dabei ist. Ja, super. Sieht toll aus. Also habe ich gleich auf Anhieb die Farbtöne getroffen. Das ist eigentlich immer das Schwierigste. Soll nur so angedeutet sein. Man kann sich ruhig mit den Farbtönen, die hier bereits existieren, überdecken. So, ich muss noch ein bisschen was von der ursprünglichen Farbe nehmen. Da habe ich es dann nicht abgedeckt. So. Ja, so ein schöner Hintergrund. Ne? So, und jetzt kann ich halt hingehen. Tesafilm abziehen. Und ihr seht, ich habe eine völlig gerade Kante. Ja. Theoretisch würde ich jetzt das Bild trocknen lassen und dann die obere Seite abkleben, genau mit der Kante hier dran und hätte dann halt einen perfekten Übergang zum Meer. In dem Fall spare ich mir das aber, weil aus Zeitgründen einfach und ich hoffe, dass ich es jetzt mit dem Malmesser sauber genug hinkriege gleich, dass das alles passt. So, beim Meer. Habe ich wirklich alles? Ja. Beim Meer habe ich schon gesagt, dass da viel Türkis drin ist. Und Türkis könnt ihr halt relativ einfach mischen, indem ihr einfach Türkis, Quatsch, Kylinblau nehmt und Cadmiumgelb dazu gebt. Und zwar immer ein bisschen mehr Kylinblau. Ja. So, hier unter dem Schiff haben wir die Reflexion, die Spiegelung von dem Schiff und den Segeln. Die sind jetzt im Original leicht gelblich, hier mache ich es jetzt einfach in einem dunklen Türkis. Auch hier gehe ich jetzt immer von rechts nach links. Und an der Kante setze ich das Messer wieder an und ziehe es nach unten und mache dann nachher von rechts nach links. Ja? So, hier drehe ich halt wieder, weil es einfacher ist, dann wieder in dieses Dreieck da reinzukommen. Da. Auch wenn es jetzt vielleicht anspruchsvoll aussieht, ich denke, dass das Motiv für euch durchaus machbar ist. Die größte Herausforderung ist ja eigentlich nur in Anführungsstrichen die Farben richtig zu mischen. So, jetzt habe ich hier die Dunkelheit ein bisschen verloren, also kein Problem. Das hole ich mir jetzt einfach wieder. Das tupfe ich jetzt so auf, ne? Habe hier unten Farbe drauf, tupft es so ein bisschen und dann gibt es halt so tolle, nicht zu viel Farbe nehmen, ne? Es gibt so tolle Strukturen. So. Okay, das reicht schon mal. Damit glaube ich, haben wir mit dem Malmesser auch genug, den Rest machen wir jetzt mit dem Pinsel. Ich werde das mit dem Segelboot weitermachen und danach nochmal an dem Meer arbeiten, weil wenn man ja, wie man hier sehr schön sehen kann, jetzt da hinten ja nochmal richtig, richtig hell, ne, zum Horizont hin, so diesig und das kann ich jetzt so mal ein bisschen andeuten, ne, wie ich mir das vorstelle. Ja,
Ja, vielleicht kann ich ja schon mal ein bisschen was machen. Also arbeite ich so ähnlich, ne? Nicht ganz reines Weiß, sondern ich mische das so ein bisschen in die alte Farbe hier rein, habe dann hier unten die Farbe drauf und gehe dann halt einfach nochmal von rechts nach links. Ja, das war jetzt ein bisschen krass, da war jetzt zu viel Farbe drauf, sieht da aber kein Problem. Kann ich einfach einarbeiten. Auch hier durchaus mal hier mit der Kante hier mal in den Schatten reingehen. Das sind halt Wellen, die ja, dann das Ganze ein bisschen realistischer machen. Das soll ja kein dunkler Block hier sein. Ich mache mir jetzt nicht die Arbeit, zum Beispiel diese ganzen feinen kleinen Wellen hier nachzumalen. Das würde ja wahnsinnig werden. Vor allen Dingen schaffe ich das natürlich nicht in einer Stunde. Also auch nochmal für die, die halt zum ersten Mal hier die Videos gucken. Was ich hier male, sind überwiegend Skizzen. Ja. Und was ihr dann draußen sind Anregungen für euch, aber es sind natürlich keine fertigen Bilder, das werde ich in der kurzen Zeit auch gar nicht. Gut, dann können wir loslegen mit dem Schiff. Boah, es geht ja verdächtig schnell. Weiter geht's. Ja, das Boot ist überwiegend weiß. Mit einem Hauch von Rot. Ist eigentlich so ähnlich wie der Himmel, sehe ich gerade. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich denke, fast die Himmelsfarbe nehmen, nur noch ein bisschen mehr Rot dabei. Ist nur hier vorne, ne? Nach hinten hin wird es heller. Das heißt, ich nehme die Farbe, die ich auf dem Pinsel habe, nehme weiß und mische hier weiter und damit wird die Farbe automatisch heller, aber nicht so hell. Also wenn ich jetzt mit rein weiß auf der weißen Malpappe malen würde, das würde natürlich keiner sehen. Ne? Und schon haben wir den Bootskörper fertig. Jetzt arbeite ich nochmal mit dem Grün hier weiter. Und zwar haben die Wellen hier, die machen ja auch so, gehen ja hier so hoch. Ne? Und dann haben wir hier, dafür brauche ich den hier, den Linierpinsel. Da haben wir hier so diesen Strich, der da entlang geht. Und das ist, da nehme ich jetzt preußisch Blau mit ein bisschen Rot, mit leicht Violett. Entspricht jetzt nicht ganz der Farbgebung, die ich im Original habe, aber das ist mir jetzt egal. Und dann ist das hier. So, und dazwischen ist es heller, das heißt, ich nehme die Farbe mit der Farbe, die ich auf dem Pinsel habe, weiterarbeiten, ne? Und die mache ich jetzt heller. So, und die Farbe, die nehme ich jetzt hier her und hier hinten. So, dann jetzt machen wir das Innere von dem Boot. Und das ist überwiegend bräunlich, dunkel. Da nehme ich jetzt einfach dieses Violett hier, gebe ein bisschen Gelb dazu. Und schon habe ich eine ganz dunkle Farbe. So, dann haben wir hier vorne so ein. Was denn rausgeht? Ja, das ist wohl gelb, ich glaube, das So. Da haben wir jetzt hier diesen Pfosten. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Es geht hier rüber. Das ist jetzt insgesamt ein bisschen dunkel. Das macht gar nichts. Gelb. Ich mische das jetzt gar nicht in Wirklichkeit. Es ist ein bisschen orangelich. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich hier einen Hauch Rot dazu geben. So, und dann ist oben liegt es, kommt das Licht. Von oben kommt das Licht. Und das lege ich jetzt hier drüber. So. Und die gleiche Farbe ist hier. Bei diesen Seilen, die man hier überall sehen kann, dazu streiche ich den Pinsel so, dass er vorne ganz spitz ist und dass ich jetzt hier wirklich feine Linien machen kann. Dazu nehme ich jetzt auch das reine Weiß. Wenn ich das hier mit dem Pinsel jetzt hier nochmal ausstreiche, ist es nicht ganz rein weiß, sondern immer nur leicht gefärbt. Und dann kriege ich hier halt diese. Genau, so, dann habe ich hier hinten, ist es noch deutlich heller. Da fällt
richtig hell und grelles Licht drauf, hier auch. Da gehe ich jetzt mit Weiß nochmal drüber. Die alte Farbe schimmert durch. Also hier vorne bin ich noch nicht zufrieden. Also da werden wir nochmal mit Weiß drüber gehen. Und hier oben auch. Gut. Okay. Doch nicht so schnell fertig, wie ich dachte. So, jetzt mische ich mir so eine ganz dunkle Farbe. Die soll so ein bisschen bräunlich sein. Und damit mache ich jetzt diese. Ich übertreibe jetzt einfach in den Werten mal so ein bisschen, in den Tonwerten, mache das jetzt insgesamt hier ein bisschen dunkler. Gut, so die Farbe hier. Die nehme ich jetzt her für die Bänke, die hier so drüber laufen. Genau, und diese dunkle Farbe ist auf der anderen Seite. Ja, genau, das haben wir ja schon. So, das sieht doch schon sehr schön aus. So, dann kommen wir, damit machen wir jetzt auch den Mast. Und zwar haben wir hier so einen dünnen Mast. Da hinten sitzen irgend so Leute. Die deute ich jetzt auch nur an. Damit würde ich sagen, haben wir das Schiff soweit. Jetzt begeben wir uns an die Segel. Die sollen ja rot sein und nicht weiß. So, und jetzt orientiere ich mich halt einfach daran, dass ich sage, okay. Wo sind die hellsten Stellen? Hier, das ist dann ein helles. Dazu geben wir jetzt ein ganz klein wenig von dem Ultramarin. Ich glaube, ich entschließe mich, das mutig jetzt mal richtig rot zu machen. So. Genau. Und die ganz dunklen Stellen, dann nehme ich halt das Rot und gebe ein bisschen was von dem Blau dazu, dass es Violett gibt. Ein dunkles Violett, und damit mache ich halt diese Schattenfarbe hier. Und die Kante zwischen dem Schatten und dem Hellen breche ich, indem ich mit dem Finger entlang gehe. Da sieht, dann kriegt man diesen weichen Übergang dann. Überton. So, und hier ist es so ein komischer Bogen. Seht es wieder, dass ich jetzt nicht sage, oh, ich male jetzt ein Segel, sondern ich sage, ich male jetzt hier einen komischen Bogen. Ne? Und das ist halt in der gegenständlichen Malerei halt total wichtig, dass er euch entfernt von, ja, ich male jetzt dieses oder jenes, sondern wirklich nur Form malt und seht. Das macht das Ganze viel einfacher. Genau, und da haben wir so ein komisches Dreieck hier. Das fängt hier an und zieht sich dann so runter. Ich weiß jetzt nicht, ob der Borstenpinsel hier wirklich der geeignete dafür ist, aber bis jetzt tut er mir gute Dienste. Das Entscheidende ist halt, dass ihr hier wieder die hellen Segel gegen den dunklen habt, hell gegen dunkel. Und das ist also der ganze Trick, um tief in ein Bild reinzukriegen, ist halt dieser Wechsel der Tonwerte. Was?